Hallöchen zusammen, ich bin Tamex und wie ihr es schon sehen könnt, wir spielen heute The Secret of Mana. Ich muss dazu sagen, das ist mein allererstes Let's Play. Es ist nicht blind und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So, dann suchen wir uns erstmal einen geeigneten Namen aus. So, ich nenne ihn einfach erstmal Tamix. Ach, geht nicht. Zu groß. Dann eben nur mit 1K. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Hey Jungs, wartet auf mich! Hey! Sei still, wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen, es soll hier spuken. Du glaubst wohl alles, die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Kommt, den müssen wir finden. Tamix, Hilfe! Aua, mein Kopf. Und nun? Wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Ja, das ist unser Hauptcharakter. Ja. Ich werde jetzt erstmal loslaufen, weil bis jetzt können wir noch nicht sonderlich viel tun. Wir haben auch noch kein Menü, etc. Tamix, Tamix. Nanu? Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Ich muss dazu sagen, The Secret of Mana ist einer meiner Lieblingsspiele damals für den Super Nintendo gewesen. Tamix, zieh mich heraus! Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Ah, ein Geist. Tamix, ich bin's doch nur. Das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Ja, und damit haben wir auch schon unsere allererste Waffe. Im Laufe des Spiels werden noch viel mehr dazu kommen. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Ich muss ins Dorf zurück. So. Wie ihr sehen könnt, lädt sich da unten immer eine kleine Leiste auf 100% hoch.
Wenn diese Leiste nicht bei 100% aufgeladen ist, dann machen wir so gut wie keinen Schaden. Deswegen ist es immer wichtig, nach jedem Schlag bis auf diese 100% zu warten und dann erst den nächsten auszufüllen. So, unser Ringmenü haben wir jetzt auch. Hier haben wir Kleidung. Was tragen wir denn überhaupt? Ah, eine Schutzweste. Oh, und auch nicht mehr. So. Dann haben wir die Fenster, kann man hier die Fensterfarben einstellen, je nach Belieben. Aber ich glaube, ich lasse sie. Ich lasse das einfach mal so. Ja. So. Dann haben wir hier das Befinden. Hier sehen wir, wie viel Geld wir besitzen, welches Level wir haben, wie viel Erfahrung wir noch benötigen, um das nächste Level zu erreichen und unsere Attribute allgemein. Dann haben wir das Waffenlevel. Bis jetzt haben wir ja nur das Schwert und ja, es befindet sich bis jetzt auf dem ersten Level bei uns, auf noch gar kein Level. Was sich aber ziemlich bald ändern wird. Dann haben wir hier das Charakterverhalten. Und das ist eigentlich eher wichtig für die Charaktere, die mit denen man jetzt nicht selber spielt, sondern später seine Begleiter. Ich setze das mal drauf. Ja, die Tastenbelegung und ist eigentlich relativ uninteressant. Wir machen es jetzt erstmal auf dem Weg ins Dorf. Hey, was macht denn ein Pogepusche hier in dieser Gegend? Den mache ich fertig. Ja, das ist auch schon unser erster Gegner. Ein Pogepusche. Hat nicht sonderlich viel drauf und ist jetzt eigentlich auch nichts Besonderes. Ich kann euch ja mal kurz demonstrieren, wenn man nicht aufgeladen zuschlägt. Einen Schaden nur, das ist gar nichts. Deswegen immer schön warten, bis man wieder aufgeladen ist und dann zack. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Quelldorf, wo uns auch dann auch schon unser erster Boss erwarten wird. Sind aber ganz schön geizig heute. Normalerweise hinterlassen die immer schön viel Bonbons, aber naja. Man kann nicht alles haben. Herausforderung, 3 Stück auf einmal. So, und damit ist auch schon unser Waffenlevel das erste Mal gestiegen. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt die Taste gedrückt halte, seht ihr da unten, kann ich so einen kleinen Balken aufladen. Das wird später auch immer mehr, also bis zu, glaube ich, Level 6 geht das. So. Und umso länger man es auflädt, desto höher ist dann der Schaden, den man anrichtet. Natürlich kommt man jetzt nur bis Level 1, aber wenn man es später auf Level 5 geschafft hat, dann ist das doch ziemlich. Macht das doch ziemlich einen Schaden. Das Problem ist jetzt gerade gewesen, dass diese Attacken auch gerne mal geblockt werden, aber wenn sie dann mal reinhauen, dann richtig. Sag mal, hinterlassen die mir heute keine Kiste, die Schweine? So, und damit haben wir auch schon unser erstes Level erreicht, Level 2.
Grundsätzlich gilt bei Secret of Mana, ganz am Anfang sollte man so viele Gegner wie möglich mitnehmen.